Ein großes Plus für das hintere Iseltal waren die Sängerknaben. Nach dem Krieg sind die schon als feriendommende Ziele in Hinterbichl gewesen und haben sehr viele Gäste angelockt und auch die, haben sie in aller Welt durch ihre Konzerte und Konzertreisen haben sie Propaganda gemacht vom hinteren Iseltal und dadurch haben wir auch unser Tal bekannt gemacht in aller Welt. Und haben dann die Nächtigungszahlen sind auf 200.000 angestiegen. Und jetzt durch diese vielen Gründe, die zum Abwärtsgang uns gebracht haben, sind wir jetzt auf unter 90.000 gelandet. Ein Grund für den Rückgang des Tourismus in unseren Gemeinden ist, dass man das nicht mehr anbieten kann, und zwar aus finanziellen Gründen. Die Verkehrsvereine sind nicht in der Lage, wie nur die Vollbesetzung gewesen ist in den 12 Wochen, sind die Einnahmen für den Verkehrsverein und für die Gemeinde größer gewesen. Und dadurch haben wir ein eigenes Prospekt gehabt mit 20 Bildern und heute ist das alles zentralisiert und fusioniert worden. Und dadurch sind wir nur in einem Osttirol-Prospekt mit einem Bild drin, statt mit 20. Und überall hat es nachgelassen. Und die Infrastruktur in den Dörfern sind einfach schwächer geworden. Ich stelle mir halt vor, dass durch das Kraftwerk im Virgental die schwachen Gemeinden finanzielle Zubußen bekommen, dass sie die Infrastruktur im Dorf verbessern können durch die finanzielle Lage. Wir haben keine andere Möglichkeit. Wir brauchen Standbeine, die uns weiterbringen. Und das ist einmal die schöne Natur haben wir. Und wir haben so viel Energie, ungenützte Energie, die beim Tal außen rinnt, die uns finanziell weiterhelfen kann.